Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es Part, ich glaube, 4 von eure Love Stories, meine Reaktion. Und ja, ich will gar nicht lange drum herum reden, lass uns direkt anfangen. Ihr habt mir eure Love Stories geschickt und ich werde sie kommentieren. Wir fangen mal mit einer positiven Geschichte an. Mein Mann und ich haben uns im Internet kennengelernt und dann herauszufinden, dass wir Nachbarn sind, Einfamilienhaussiedlung. Wir hatten uns vorher noch nie wahrgenommen. Jetzt sind wir 10 Jahre zusammen und sogar verheiratet. Also Leute, es gibt auch noch positive Zufälle und gute Männer, ne? Das wollen wir jetzt mal ganz am Anfang des Videos sagen. Der Höhepunkt meiner 3 Ex-Freunde war mein letzter. Er wollte unbedingt eine Zukunft, Kinder, Hochzeit, alles. Ein Jahr waren wir jetzt zusammen. Jetzt bin ich schwanger und er ist weg. Naja, viel schlimmer ist es dann zu hören, du solltest keine Kinder bekommen, du bist nicht die Richtige. Eine bin ich auch plötzlich. Ach, Leute, sowas... Wirklich, sowas bricht mir mein Herz, wenn ich sowas lese, weil meine Mutter war selber alleinerziehend und ich weiß, wie schwer das ist und es ist nochmal viel, viel schwerer, wenn der Typ auch noch einfach so sagt, so juckt. Und ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm und ich kann euch da wirklich nur als Tipp geben, plant echt nicht eure Zukunft für 20 Jahre mit einem Typen, den ihr erst nicht so lange kennt, weil sie schreibt ja, sie waren jetzt ein Jahr zusammen und das ist echt die Anfangszeit, Leute, die aller Anfangszeit, so groovt euch erstmal ein. Natürlich kann man so irgendwie darüber sprechen, man spricht ja automatisch über seine Vorstellungen und wie man sich das Leben wünscht und alles, aber ihr dürft nicht so in einen Plan so vernarrt sein, dass ihr, wenn das nicht klappt, völlig so mit leeren Händen dasteht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das muss man so auf sich zukommen lassen und auch echt vorsichtig sein. Mir sind Blaubeeren in meinem Auto umgefallen. Er wurde deswegen während dem Fahren handgreiflich. Hab ihm verziehen, er wurde auch wieder gewaltsam. Ende der Geschichte und Ende der Beziehung. Das ist halt krass, ne? Es gibt halt echt Typen, Männer, die Frauen einfach richtig gewaltsam schlagen, so. Ich hatte ein Glück noch nie damit zu tun, deswegen, und ich bin eh so voll der Empathiekrüppel. Aber das ist so krass, wie kann ein Mann eine Frau schlagen und wie, bitte, bitte, wenn ihr in so einer Situation seid und ihr wisst nicht, mit wem ihr reden sollt, dann bitte schreibt mir oder redet mit euren Eltern oder mit euren Freundinnen oder mit irgendjemand, aber ihr könnt euch einfach nicht schlagen lassen, so. Kein Mann der Welt liebt dich, wenn er dich schlägt. Das ist einfach so. Meine Love Story. Ich hatte mit einem Typen Kontakt, was eigentlich auf was Ernsteres hinaus war. Hin? Ach so, Punkt eigentlich. Hin und wieder haben wir uns aber gestritten, verschiedene Religionen, etc. Das alles erzählte ich meiner Freundin, mit der ich mich seit der ersten Klasse kannte. Wir waren beste Freunde. Ab und zu hat die das alles zwischen uns geklärt, bis ich erfuhr, dass sie zusammen sind und die ganzen Streitereien, die ja von ihm kamen, nur vorgespielt waren, weil er nicht wusste, wie er es beenden sollte. Naja, die Freundschaft habe ich beendet, sie wusste aber nicht, was daran ja so schlimm sei, der Typ ebenfalls. Mittlerweile bin ich seit 2 Jahren überglücklich vergeben, natürlich mit einem anderen. Also, ich muss sagen, mir schreiben echt viele, dass ihre besten Freundinnen mit ihren Typen eigentlich zusammen sind oder was auch immer. Mädels, es gibt so einen Kodex. Ich weiß ja nicht, anscheinend wissen das einige nicht oder scheißen halt einfach drauf, wenn du eine Freundin hast und die Freundin hat einen Typen, dann guckst du den nicht an. So, ich meine jetzt so mit, ne? So, der ist keine Option für dich, das steht nicht zur Debatte. Du wirst dich nicht an den Rand machen. Okay? Wow, das ist echt krass. Ein guter Kumpel von mir hat sich frisch von seiner Freundin getrennt. Wir wollten darüber sprechen und ich wollte für ihn da sein, bis er anfing, körperlich mehr zu wollen. Es kam dann auch dazu und es ging eine Weile weiter so. Ich fühlte mich bei ihm wohl und entwickelte Gefühle. Er hat auch gesagt, er fühle etwas für mich, aber noch nicht, wäre aber noch nicht bereit. Außerdem gab es noch das Problem, dass auch mein Ex hinher. Also lief fast ein halbes Jahr heimlich was bei uns und ich hätte mir mehr vorstellen können. Aber wenn es um das Thema ging, blockte er ab. Eigentlich ganz offensichtlich. Kurz vor meinem Geburtstag kam er wieder mit seiner Ex zusammen und hat mir nichts erklärt, einfach nicht mehr gemeldet. Ich war sein Lückenfüller und Trostpflaster. Jetzt ist er wieder mit ihr getrennt und ihm fällt auf, was er fallen gelassen hat. Mir tut es immer noch weh, da unsere ganze Freundschaft und alles kaputt ist.
Ich sag mal so, ne, wenn sich da sowas entwickelt und so aus besten Freunden, das finde ich eh immer irgendwie kritisch, weil ich finde, wenn du mit einem Kerl befreundet bist und später entwickelt sich was, dann hattest du doch die ganze Zeit ein Auge für den, oder? Also so, da du hättest dir ja die ganze Zeit was vorstellen können, das ist nicht irgendwie ein bisschen komisch. Aber jetzt mal abgesehen davon, wenn ein Typ dir sagt, er ist noch nicht bereit für eine Beziehung, das heißt, übersetzt jetzt, ich habe kein Interesse an einer Beziehung mit dir. Und Leute, dann müsst ihr auch nicht denken, dass sich das noch ändert, dass es bald soweit ist. Weil wenn jemand mit dir zusammen sein möchte, dann möchte er mit dir zusammen sein, ne? Dann gibt es irgendwie keinen Zeitpunkt oder keinen Bereit oder kein irgendwas. Dann seid ihr einfach zusammen. So, ne? Also man kann sich ja vorstellen, wenn ihr das zu einem... Wenn ihr richtig Interesse an jemanden habt und der auch und der sagt unbedingt so, ich will mit dir zusammen sein und du sagst dann, nein, ich bin noch nicht bereit. Ja, dann hast du einfach nicht genug Interesse und hast einfach keinen Bock und willst einfach diese Situation ausnutzen. Finito. Er hat mich auf Facebook angeschrieben. Wir haben uns getroffen. Er fand mich hässlich, also keinen Kontakt mehr. 1,5 Jahre später schreibt er mir wieder auf Facebook. Dann war er der Kummerkasten für mich wegen meinem Ex und er wollte nur das eine. In der Zeit haben wir uns verliebt. Mittlerweile wohnen wir zusammen. Ihr hattet keinen Kontakt mehr, weil er dich hässlich fand und jetzt seid ihr zusammen. Hell no. Hey, bin seit 2 Jahren mit meinem Freund zusammen. Vor 3 Wochen an einem Samstag hat er sich den ganzen Tag nicht gemeldet. Hab ihm geschrieben, nichts kam. Kurz vorm Schlafengehen habe ich mir Stories auf Insta angesehen und bei einer Story von einer Freundin gesehen, dass er geheiratet hat. Am nächsten Tag schreibt er mit mir ganz normal weiter mit Schatz, bla bla bla. Also schauspielerisches Talent hat er. Das ist halt krass, aber sowas habe ich schon voll oft gehört von Mädels, dass die mit einem Typen zusammen waren und dann kam einfach raus, dass der geheiratet hat oder schon verheiratet ist. Boah, ich weiß ja nicht, wer mir mehr leid tut, so die Ehefrau, die richtige oder die Affäre, sage ich jetzt mal. Wie, das ist doch auch anstrengend. Also ich weiß ja, dass ich als Frau wirklich anstrengend bin. Wie hält ein Mann das auch noch mit 2 Göhren aus? Das ist ja furchtbar. Aber Leute, bei sowas jetzt wirklich, wenn ihr jetzt wirklich einen Tipp von mir haben wollt, weil natürlich ist man am Boden zerstört, wenn du verliebt bist und du siehst so, der Typ ist halt verheiratet. Das zeigt einfach wirklich, versucht das wirklich rational zu sehen, das ist einfach sein Charakter, wie unglaublich ekelhaft ein Charakter sein muss. Und das muss euch eigentlich schon so abtörnen, dass es einfach, dass da schon gar keine Anziehung mehr entsteht. Ihr müsst immer wissen, das, was so richtig wehtut, ist einfach so diese Gewohnheit. Man denkt so, man ist voll alleine und keiner ist mehr da und keine Ahnung und was mache ich jetzt? Und du denkst dir, was habe ich überhaupt vor ihm gemacht und so, wo habe ich meine ganze Zeit hin, also wie habe ich meine Zeit verbracht und alles. Aber das ist nur die Gewohnheit, Leute, weil in 99% der Fällen, vor allem das, was ihr mir schreibt, sind die Typen einfach richtige und sind einfach keine Träne wert oder ist nichts, was ihr hinterherholen müsst. Ja, aber unsere Zeit war so schön. Ja, okay, aber er hat dich halt betrogen und verarscht und belogen und scheiß doch jetzt auf die Zeit, so wisst ihr? Natürlich ist es nicht immer so einfach, wie man es sagt, aber ihr müsst versuchen, die Situation ganz klar zu sehen. Und vor allen Dingen, dass ihr einfach besser seid als das. Also ihr müsst so krass zu euch, so den Bezug zu euch selber haben, dass ihr so denkt, so das macht der mit mir? Auf gar keinen Fall. So und nicht so, warum habe ich das verdient? Badet bitte nicht in Selbstmitleid. Dann müsst ihr wirklich noch an euch selber arbeiten und wirklich wissen, was ihr verdient habt. Das ist, trotzdem wirst du heulen und traurig sein, aber du wirst trotzdem wissen, nein, ich habe es nicht verdient. Es tut jetzt weh, aber es ist besser so, weil ich habe Besseres verdient in meinem Leben. That's the point. Ich stand fast 5 Jahre auf ihn. Es war immer ein Hin und Her und auf einmal ist meine beste Freundin mit ihm zusammen. Es ist komisch, auch wenn ich jetzt mit jemand anderem glücklich bin. Ich verstehe auch nicht, wie man jemanden wie du 5 Jahre auf jemanden stehen kannst, der offensichtlich nicht auf dich steht. Wie funktioniert sowas? Move on. Die Welt hat ganz viele Bewohner. Da ist nicht nur ein Mann. Und glaube mir, den du gut findest, den gibt es noch in 100-facher, wenn nicht 1000-facher Ausführung und davon bestimmt auch noch 900 in besserer Ausführung. Also Leute, es gibt nicht nur diesen einen Mann, den du gerade in deinem Kopf hast. Wenn er dich nicht will, dann akzeptiere es, denn er wird dich höchstwahrscheinlich
auch in Zukunft nicht wollen. I'm sorry. Wir sind seit 8 Monaten zusammen und ich wusste von Anfang an, dass er für ein Jahr nach seinem Abi nach Australien will und er hat mir 8 Monate lang versichert, dass wir es schaffen. Haben auch öfters darüber gesprochen und waren uns sicher. Jetzt hat er plötzlich Schluss gemacht, weil er keine Fernbeziehung will. Ich bin am Boden zerstört und habe noch nie in meinem Leben so geweint und so einen Kummer gehabt. Unsere Beziehung lief perfekt und wir lieben uns immer noch. Oh no, babe, das tut mir richtig, richtig leid und ich kann mir auch vorstellen, dass er das bestimmt auch so gemeint hat und wirklich dachte, dass ihr das schafft. Aber wenn man dann in dieser Situation ist, natürlich, wenn du in dem Moment dann irgendwie eine Beziehung hast und du weißt, du ziehst weg oder du fliegst nach Australien oder was weiß ich was, und dann denkst du dir, nein, wir werden das trotzdem schaffen, weil in dem Moment fühlst du das auch so. Aber dann beginnt ein komplett neues Leben mit ganz neuen Menschen. Du veränderst dich voll und dann passt es einfach manchmal nicht. Also nimm es einfach wirklich nicht persönlich. Es hat wahrscheinlich, wenn er jetzt kein Arsch ist und dich einfach nur hingehalten hat, nichts mit dir zu tun, sondern es ist einfach ein neues Leben. Klar, man kann das schaffen, aber da müssen einfach beide stark genug für sein. Und das war in diesem Fall leider nicht so. Versuch dich einfach jetzt aufzurappeln, dich abzulenken. Schreib ihm nicht mehr, lass es einfach so, bis er sich vielleicht meldet. Vielleicht hat er sich auch anders überlegt, aber versuch kein On-Off-Ding daraus zu machen und move on. I'm so sorry for you. Wir waren sehr lange richtig gut befreundet, haben uns jeden Tag getroffen. Er hat mich überall hin mitgenommen. Nach einigen Monaten wurde er immer komischer, hat sich nicht mehr wirklich gemeldet und wir haben uns nur noch selten gesehen. Jedes Mal, wenn ich ihn persönlich anspreche, wieso er sich auf einmal anders verhält, sagt er, er hat einfach nur nicht mehr so viel Zeit. Seitdem wir nicht mehr so viel Kontakt haben, haben wir immer was miteinander, was er vorher nicht wollte, weil ich eigentlich seine beste Freundin war. Wie auch nicht anders zu erwarten, mache ich das alles in der Hoffnung, dass sich das alles ändert und er sich wieder normal verhält. Er ist auf einmal anders gewesen, but I don't know why. Need advice, girl. Leute, wie gesagt, ey, warum, ihr müsst niemanden, ihr habt das doch nicht nötig, jemanden dazu zu zwingen. Warum bist du so anders? Warum bist du so komisch? Warum sehen wir uns nicht? Ihr seht euch nicht, weil er dich nicht sehen will. Es tut mir so leid, aber Leute, ihr müsst immer das Blatt umkehren. Wenn du richtig verknallt in jemanden bist, dann möchtest du diese Person sehen und dann tust du alles erdenklich Mögliche, das einzurichten. Auch wenn es um 12 Uhr Mitternacht ist und es nur 5 Minuten sind, dann willst du diese Person sehen. Und Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Und wenn er keine Zeit für dich hat, dann ist es so, weil er sie sich nicht für dich nimmt. Und was heißt das? Er steht einfach nicht auf dich. Oh. Mein Freund und ich sind seit 3 Jahren zusammen und er ist unglaublich liebevoll, perfekt und süß zu mir. Auf der anderen Seite zeigt er oft ein anderes Gesicht. Ich darf nicht feiern gehen, nicht in Bars, in mein Fitnessstudio wegen den anderen Männern, kein Instagram richtig führen und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, ob und wie ich ihn ändern kann. Gar nicht. Er ist wirklich zu 50% so perfekt. 50%? Und du bist noch mit dem zusammen? Du bist mit einer 50%igen perfekten Person zusammen? Das ist ja schon fast unterdurchschnittlich. Das ist... Oh mein Gott! Aber zu den anderen 50% ein komplett anderes Gesicht. Habe auch schon so viele Freundschaften, Hobbys, etc. für ihn aufgegeben, weil er so krass eifersüchtig ist. Soll ich dir mal was sagen? Es ist deine Schuld. Es ist komplett die ganze Schuld. Die komplette Schuld. 100%, nicht 50% wie er, sondern 100% der Schuld. Das betrifft dich. That's you. Congratulations. Du hast die 100% erreicht. Wie soll ich dir das jetzt noch erklären? Du lässt es einfach nur mit dir machen. Du lässt es mit dir machen. Und das ist alles. Wenn du etwas nicht so siehst, also natürlich sind im Fitnessstudio Männer und natürlich ist beim Aldi um die Ecke auch ab und zu ein Mann. Und auch wenn du arbeiten gehst und auch wenn du die Post wegbringen gehst und ey, es klingeln sogar Männer an deine Tür, wenn die Post kommt. Was bringt es? Willst du dieses Leben führen? Nein, das willst du nicht. Du willst es zu 50% führen, aber du hast diese Auswahl nicht. Und du kannst ihn ganz sicher nicht ändern, denn man kann einen Menschen nicht ändern, meiner Meinung nach. Du kannst dich selber ändern, ja, aber du kannst keinen anderen Menschen ändern. Das funktioniert nicht. Doesn't work. Deswegen, also 50% ist echt wenig. Und
Du musst dir echt überlegen, wie du dein Leben führen willst. Hast du Bock, auf Feiern zu verzichten, auf Bars zu verzichten, auf Fitnessstudio? Du hast Hobbys und Freundschaften für ihn aufgegeben? Also ich ganz ehrlich finde sowas richtig so charakterschwach. So, steh doch zu dir, steh zu dem, was du machen möchtest und was du machen willst. Das ist nicht falsch. Dann ist er einfach nicht der Richtige für dich. Und dass du wirklich deine Sachen aufgibst für ihn, weil er eifersüchtig ist? Direkt dazu sagen. So, Freunde, das war's jetzt mit dem Video. Ich glaube, das waren genug Stories. Ich hoffe, es war ein bisschen ratsam für euch und hat euch unterhalten. Gebt dem Video auf jeden Fall ein Däumchen nach oben. Lasst mir einen Kommentar da. Und vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich habe euch ganz doll lieb und bis zum nächsten Video. Muah!